Bui mal wieder hier mit einem neuen Review. Heute habe ich für euch den Alvaja Lemon Mint mitgebracht. Ja, der Schnitt ist typisch wie immer grober Schnitt mit ein paar feinen Blättern drin. Sehr feuchter Tabak. Was mir letztens aufgefallen ist, bei Alvaja, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, und zwar bei den 200 Gramm Dosen sind nur 160 Gramm drin. Das ist mir letztens so aufgefallen, beziehungsweise ich wurde darauf aufmerksam gemacht und ich habe die letzten drei Dosen, die ich aufgemacht habe, schon mal nachgewogen. Und es waren wirklich nur 160 Gramm ungefähr drin. Ja, so viel dazu. Wollte ich mal erwähnt haben. Der Geruch. Also es riecht nach einem Zitrone-Bonbon, so ein, ich sag mal Vic Plus C. Das erinnert mich sehr an diese Bonbons. Er hat auch so ein bisschen was wie der Tangiers Mimon, finde ich. Wobei der Tangiers Mimon noch ein bisschen intensiver ist und besser riecht, falls ihr den kennt. Ansonsten riecht das eher wie so ein süßliches Bonbon. Also jetzt nicht so, dass man sagt, man hat hat den Lemon-Geschmack genommen und Minze zusammengemischt, sondern es riecht eher wie ein Mint-Lemon-Bonbon, so ein Vic Plus C, sagt schon, kann man gut damit vergleichen. Es riecht einfach danach. Riecht sehr, sehr angenehm und lecker. Setup seht ihr eingeblendet. Ich werde es jetzt mal versuchen. Es waren schon ein paar Wünsche dabei, schon länger, dass ich mal andere Setups benutze. Deswegen habe ich jetzt die Sapphire Funnel Bowl, zwei Lagen dickere Alufolie und Atomlochung gemacht. Seht ihr auch eingeblendet. Die Rauchentwicklung ist sehr, sehr gut, wie ihr seht. Der Geschmack ist übrigens auch sehr lecker. Es schmeckt eigentlich so, wie es riecht, nach diesem Lemon Mint, sag ich mal, wie dieses Bonbon. Er ist nicht ganz so süß wie ein Bonbon, aber er schmeckt ganz schön lecker nach diesen Vic Plus C Bonbons. Ist wirklich erfrischend lecker. Ich würde ihn sogar für die Sommerjahreszeit empfehlen, weil er was Frisches hat, eine sehr frische Note. Ist sehr lecker. Von mir gibt es da eine klare Kaufempfehlung. Der kriegt von mir 9,5 von 10 Punkten. Für mich könnte noch ein bisschen intensiver nach Lemon sein. Aber sonst ist der Tabak sehr, sehr lecker. Kurzes Review, Kaufempfehlung von mir, 9,5 von 10 Punkten. Das war es dann auch schon wieder.